Let's Dance, Gewinner René Kesseli gerät bei Vorbereitungen für eine TV-Show in Tel Aviv unter Beschuss der Hamas. Er berichtet über die dramatischen Stunden im Schutzbunker. René Kesseli, bekannt aus der TV-Tanzsendung Let's Dance, hat die Angriffe der Hamas aus Israel hautnah miterlebt. Der 27-Jährige war am 7. Oktober in Tel Aviv, als die Hamas die Stadt mit Raketen angriff. Doch er konnte dem Kriegsgebiet entkommen. Für den Zirkusartisten, der ab Dezember auch im Heilbronner Weihnachtszirkus zu sehen sein wird, beginnt eine nervenaufreibende Flucht von Tel Aviv über Budapest nach Deutschland. Die Heilbronner Stimme berichtet exklusiv über die Flucht von René Kesseli aus Israel und wie ihn Zirkuskollegen dabei unterstützt haben. René Kesseli flüchtet aus Israel. TV-Star tritt im Dezember im Heilbronner Weihnachtszirkus auf. Während Kesseli stundenlang im Schutzkeller verharrte, gingen ihm tausend Gedanken durch den Kopf. Von einem Tag auf den anderen der komplette Horror, so Kesseli. Rund 2000 Raketenangriffe wurden über die Warn-App gemeldet, während er darauf wartete, den Keller verlassen zu können. Es folgte eine Flucht mit Hindernissen, aus dem unter Beschuss stehenden Israel, wie die Heilbronner Stimme schreibt. Doch inzwischen ist der Zirkusartist wieder wohlbehalten in Deutschland.